So habe ich also jetzt hier das Profil meiner bevorzugten Denk- und damit dann natürlich auch Verhaltensweisen. Und dann könnte man natürlich fragen, ja, was nutzt mir das Ganze, was soll ich jetzt damit anfangen? Interessant ist das Ganze natürlich im Vergleich zum Beispiel mit einer Aufgabe, zum Beispiel mit einem Projekt, das ich anfangen will, mit einem Studium, mit einer Ausbildung, zum Beispiel auch mit meiner gegenwärtigen Situation. Ich hatte im Seminar schon Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das hier gesehen haben, sich das bewusst gemacht haben. Es ist ja ein Modell, was man vorher noch nicht kannte und was einem sozusagen auf den Punkt gebracht, nochmal die eigenen Talente und den dominanten Möglichkeiten darstellt. Und die am Ende gesagt haben, jetzt weiß ich endlich, warum ich in meinem augenblicklichen Beruf so unglücklich bin. Weil ich nämlich nicht in der Lage bin, meine bevorzugten Talente, meine Potenziale auszuleben, sondern etwas machen muss, was mir nun überhaupt nicht liegt. Wenn also meinetwegen einer im Controlling ist und da im Wesentlichen mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat und dann solches Profil hat, dann muss diese Person unglücklich werden. Und das ist einem oft nicht so klar, als wenn man das hier wie mit einem Brennglas plötzlich sieht. Eine sehr interessante Anwendung, der Vergleich zwischen meinem Potenzial, meinen Möglichkeiten und damit auch den Kompetenzen, die ich daraus entwickelt habe, und meiner augenblicklichen Situation. Und wenn es einem dann gelingt, das zu ändern, entweder indem man in der Firma eine andere Position nimmt oder indem man sich für die Aufgaben, die man nicht so gut kann, andere sucht, denen man das delegieren kann, wunderbar, kann man glücklicher werden als Mensch. Eine weitere Anwendung ist jetzt der Vergleich mit anderen Menschen. Vom Lebenspartner über Teammitglieder, mit denen man zusammenarbeitet, bis vielleicht zum eigenen Chef. Und in einer Situation, in der zum Beispiel ein Chef und ein Mitarbeiter sich das gegenseitig zeigen können, sagen, so bin ich, so sehe ich mich, das sind meine Talente, das sind meine Möglichkeiten, lass uns das vergleichen. Wo sind Unterschiede, mit denen wir umgehen müssen einerseits, und wo sind Dinge, die wir beide gleich haben, die wir ausbauen können, wo wir Potenzial rausziehen können aus den Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und eine, um als drittes Beispiel vielleicht noch zu nennen, eine besonders interessante Anwendung ist natürlich, wenn wir mehrere solche Profile auf einem Papier hier zusammen aufgezeichnet haben, ein ganzes Team, sagen wir ein Team von 6 oder 7 Mitarbeitern, dann kann man darüber anfangen zu diskutieren, wo unsere Unterschiede sind, wo unsere Gemeinsamkeiten sind und wie wir daraus Synergie schöpfen können, statt uns zum Beispiel gegenseitig aufgrund unserer Unterschiedlichkeit zu bekämpfen.